Und ich möchte recht herzlich willkommen heißen Kempo So Dargye Rinpoche, ein großer, bekannter buddhistischer Gelehrter und verwirklichter Meister von der Larungar Five Science Buddhist Academy in Serta, ganze in Sichuan, der Volksrepublik China. Er hält dort Vorträge über den tibetischen Buddhismus. Und Kempo Sodagye ist also auch bekannt dafür, dass er Vorträge über den tibetischen Vajrayana-Buddhismus hält. Ja. Das ist also eine Fortsetzung, wenn man so will, oder einer späten Entwicklung des indischen Buddhismus. Freuen uns darüber, dass unsere Studenten die Möglichkeit erhalten, auch einmal von einem Vertreter des tibetischen Buddhismus den Vajrayana erklärt zu bekommen. Und ich möchte jetzt mich kurz fassen, und Sie hören mich sowieso jede Woche, und möchte deswegen Kempo Sodagye Rinpoche zu Wort bitten.